Hallo, ihr lieben Mädels. Jetzt werden wir mal gleich schauen. Heute startet eine neue Reihe aus auf meinem YouTube-Kanal sozusagen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache meine Top 10 aus dem jetzigen Jahreskatalog. Heute starten wir logischerweise mit der ersten Karte dazu und ist gleichzeitig auch schon eines meiner ersten 10 Lieblingssets sozusagen. Gut, ihr Lieben, jetzt schauen wir mal, bis wir da. Jetzt geht es bei mir da auch endlich los. Und dann hoffe ich, dass mich alle gut sehen und hören können. Schön. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seht mich, hört mich. Hallo, hallo. Schönen Abend nochmal in die Runde. Gut, Ton okay, Mädels. Bin heute wieder unsicher, weil irgendwie fuchst es manchmal so. Okay. Mal momentan noch keine Beschwerden. Keine Beschwerden ist meistens gut. Schön. Hallo, hallo, ihr Lieben. Oh, heute haben wir aber seltene Gäste und schöne, nette Gäste bei mir herinnen. Hallo, hallo. Wie nett, die Edith ist da und die Corinna aus Vorarlberg ist da, wie schön. Die Ina ist wieder da. Sietchen, Ingeborg, Doris, Yvonne, Karin, Beatrix, die Daniela, die Simone. Unfassbar, ihr seid ja meine treuen Gäste. Die Kathleen ist auch wieder da. Schön. Ich freue mich. Nochmal ein ganz liebes Hallo in die Runde. Oh, die Maggie ist auch da. Super. Schön. Gut, ihr Lieben. Also, wie gesagt, ich lege heute los mit meinem ersten Favoriten von meinen 10 Favoriten vom Jahreskatalog. Und ihr wisst ja, die kann mir ja immer ganz schwer entscheiden. Aber im Freundeskreis war auf jeden Fall eines der Sets, die bei mir ganz oben gestanden sind. Die Carina, wer sind die Schönen und wer die netten Gäste? Bei mir sind alle schön und nett, Carina. Das ist eine Kombination. Total nett. Also, im Freundeskreis, Produktpaket. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, wo das ist. Auf welcher Seite. Aber ist auf jeden Fall eins der Sets, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss unbedingt rein in meinen Warenkorb. Und ich meine, es ist irgendwo da so mittig drin. Ich könnte jetzt auch hinten schauen, aber da ist es. Gut, ihr Lieben, Seite 70 findet ihr das am Jahreskatalog. Und da habe ich ja gestern schon oder am Dienstag bei meiner Katalogtour darauf hingewiesen, dass das eins der Sätze ist, die eigentlich meiner Meinung nach am meisten untergehen, weil es einfach so creme auf weiß ist. Und irgendwie, ja, die ganze Seite für mich eher nichtssagend ist. Aber es lässt sich super schön in Szene setzen, oder? Und da habe ich jetzt heute einmal, das ist jetzt einmal mein erster Versuch mit diesem Set. Und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne eine blumige Muttertagskarte basteln. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Mit dem neuen Schimmerpapier, dem Schimmerpergament in die In-Color, in dem Fall Papaya. Die zweite werden wir jetzt in Fräsienlila basteln. Wo aufgelegt, einwandfrei, Ina. Jedenfalls habe ich mich da heute ein bisschen gespielt mit diesem Produktpaket und ich finde es echt mega. Und einfach schön. Ich freue mich riesig, dass ich es habe. Und ich habe für mich dann heute so begonnen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte mal zuerst, muss ich mir mal die ganzen Stanzteile da, die da dabei sind, anschauen, ausstanzen, damit ihr mal weiß, was habe ich denn eigentlich für Optionen. Und damit ihr das einmal seht, das sind die Stanzteile, die da mit dem Set kommen und das ist das Stempelset dazu. Und bei dem Stempelset finde ich zum einen die zwei Blütenstempel wirklich total gelungen und zum anderen sind aber auch die Schriften total bärig. Also da haben wir wirklich ganz, ganz liebe Sprüche drinnen. Ich finde zum Beispiel ganz nett, weil du es verdienst. Das gefällt mir voll gut, weil manchmal ist eine Karte jemandem zu schicken, also ganz egal, ob dann steht mit einem herzlichen Dankeschön, weil du es verdienst oder mit lieben Gedanken, weil du es verdienst, sowas in die Richtung des, oder nur für dich, weil du es verdienst. Das passt einfach immer zusammen. Und das gefällt mir total gut, weil ich finde, dass manches Mal hat, wenn man zu jemandem Danke sagt oder jemandem eine nette Karte schickt, dann ist es so, dass der andere sagt, mit was habe ich denn das jetzt verdient? Ja, einfach, weil er es eben verdient hat, weil er irgendwie halt vielleicht ständig mit am Ohr für einen da ist oder weil er auf die Blumen schaut, wenn man mal 2, 3 Tage nicht daheim ist
Oder weil er einfach ständig an einen denkt und einen Gutes zukommen lässt oder was auch immer. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, in meinem Team, da habe ich auch so ein paar Mädels, wo ich einfach wirklich sagen könnte, denen könnte ich dauernd solche Karten schreiben, wo draufsteht, weil du es verdienst. Weil sie einfach so liebe Mädels sind und einfach so hilfsbereit und so weiter. Also ist ein Spruch, der mir unfassbar gut gefällt und den ich jetzt so auch in einem Stempelset tatsächlich noch nie wahrgenommen habe. Und der gefällt mir eigentlich auch gut. In einer Welt, in der du alles sein kannst, danke, dass du bist, wie du bist. Das ist auch schön, weil wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, wie wir sein wollen. Das hat eine gute Seite und eine schlechte Seite natürlich, weil man kann jetzt, eine schlechte Seite kann man so nicht sagen. Das ist eigentlich rein immer gut, weil ich mich jeden Tag, auch wenn ich jetzt einmal einen Fehler gemacht habe oder wenn einmal was nicht gut gelungen ist oder wenn ich wieder mal grantig geworden bin, was nicht richtig war oder nicht fair war vielleicht, dann kann ich trotzdem jeden Tag aufs Neue wieder entscheiden, möchte ich so einen Weg weitergehen oder möchte ich mich verändern, möchte ich schauen, dass ich an mir selber arbeite. Und das finde ich, das ist das, was der Spruch eigentlich total schön aussagt, weil man kann jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie man eben mit seinen Mitmenschen umgehen möchte, wie man eben sein will. Und das ist doch total schön, wenn man dann zu jemandem sagen kann, danke, dass du bist, wie du bist. Nicht? Ist doch ein total schönes Kompliment. Also der Spruch, der gefällt mir auch unfassbar gut. Ich finde, das sind halt nicht so Blabla 0815 Sprüche. Das taugt mir voll. Ja. Okay, das ist jetzt also die Stempelset, jetzt ist das einmal, warum mir das so gut gefällt oder warum sich das eben gleich sofort so, ja, ich mich verliebt habe in das gute Teilchen. Und jetzt möchte ich auch gerne die ausgestanzten Teile sagen, weil das habe ich total spannend gefunden. Und jetzt muss ich mir gerade noch schnell einen Farbkarton holen, dass ich das da einmal gerade schnell drauflegen kann, weil ich finde, da sieht man das Ausgestanzte einfach nochmal ein bisschen schöner. Da bleibe ich jetzt natürlich im Papaya, damit das da alles schön zusammenpasst, klarerweise. Okay, also, ich habe mir da also heute ein bisschen gespielt und habe da die einzelnen Teile ausgestanzt und fangen wir mit dem kleinsten an. Das ist also der da drinnen. Finde ich so süß, oder? Schaut so schön aus. Finde ich ganz, ganz, ganz entzückend. Sowas zum Beispiel dann aufgesetzt, nur auf einen Kreis oder so, finde ich total lieb. Mit einem kleinen Danke drin oder mit einem Herzal drin oder mit einem Smiley drinnen oder was auch immer. Ganz, ganz lieb. Das ist dann das Nächste. Das ist das da. Was ich bei dem total schön finde, ist, man hat zuerst das Gefühl, wenn man es drauflegt, oh, das schneidet da einen Kreis aus. Das tut es aber nicht, sondern das macht da nur so eine Perforierung innen drinnen. Finde ich ganz super. Und ich finde es ganz besonders fein, dass da der Kreis offen ist, weil wenn man was stempelt und man möchte das Gestempelte dann in die Mitte schön setzen, sodass das da dann auch richtig schön drinnen ist, dann kann man halt durch den Kreis das richtig schön justieren. Ne? Also es macht total Sinn. Und das schaut eben so aus. Schön, oder? Ich liebe ja solche Zierdeckchen. Ich finde das so, so, so schick. Irgendwie? Ja, genau. Jetzt sieht man es. Okay, schön. Dann haben wir das nächste. Ist auch nochmal ein kleines. Das ist dies, oder? Das ist auch so lieb. Ich finde die Zierdeckchen-Teilchen echt total stark. Mir gefallen die so, so, so gut. Conny Braune, das sind die Stanzteile. Die heißen dekorativ eingekreist. Und gehören eben zu dem Stempelset im Freundeskreis. Und mit dem Stempelset in Kombination kann man es als Produktpaket um 10% billiger haben. Auf der Seite, was habe ich gesagt? 70, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im neuen Katalog. Ja, dann kommen wir zum nächsten Stanzteil. Da habe ich das ganz große mal ausgestanzt. Finde ich auch total zauberhaft. Ich finde die Spitze da außenrum so, so, so lieb. So schick, oder? Ist nicht so übertrieben, nicht so viel, ist ein bisschen zarter, ein bisschen weniger, aber wirklich, wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich natürlich nur das ausprobiert. Also das ist praktisch das, das ist das, das ist das, das ist das und jetzt fehlt uns nur das. Und das ist total pfiffig, das Teilchen, weil das kann man natürlich auch ausstanzen. Und das wird dann so, also das kann man richtig so ausschneiden. Das lässt uns dann den Kreis sozusagen offen. Den hat man dann als zweites Teil dazu, wenn man möchte.
Und was mir ganz extrem gut gefällt, ist aber, dass man diese Außenbegrenzung nicht verwenden muss. Also wenn man sie verwendet, dann wäre es eben so. Und wenn man sie nicht verwendet, dann schaut das Ganze so aus. Das heißt, ich kann auch bei einem Aufleger zum Beispiel nur das ausstanzen und das dann da drauflegen als buntes. Das schaut doch super aus, oder? Also das und das ist praktisch der gleiche Stanzteil. Das ist der da. Dieser da. Nur das einmal ist außenrum der Schnitt sozusagen noch gesetzt worden und einmal nicht. Berg, oder? Also wenn man die Teile alle ausgestanzt sieht, sind doch wunderschön, oder? Ist das nicht ein Traum, das Set? Ich finde es so, so, so schön. Und wie nix sagen, das im Katalog ist, oder? Also wenn man das sieht und dann auf den Katalog schaut, und ich glaube, es war mal nicht die Seite 70, schaue ich nochmal schnell, dann ist es echt, ja genau, dann ist es echt total unglaublich, oder? Dies oder dies? Ist doch ein Wahnsinn, oder? Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe, das Set, Mädels, ich sag's euch. Ich weiß bis heute noch nicht, was mich da genau hingezogen hat, warum ich mir das genauer angeschaut habe, aber ich hätte das wirklich total leicht übersehen und ich verstehe es total, dass ihr alle sagt, habe ich total übersehen, ist mir nicht aufgefallen, habe ich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Ja, verstehe ich volle Dube total. Sieht man im Katalog nicht. Aber in Natura traumhaft. Ein absolutes Must-Have für mich. Ja, schön. Jetzt wisst ihr also, warum ich da so ins Schwärmen gekommen bin und warum mir das so gefällt und warum das auf jeden Fall zu meinen Top 10 gehört. Und übrigens, man kann natürlich auch nur den Außenteil stanzen, was ich auch entzückend finde. Das ist jetzt der. Weil es wie eine ganz große Blume sozusagen. Also ihr seht schon, man hat da echt zig Möglichkeiten. Ist doch auch süß, oder? Kann ich mir jetzt durchaus auch einmal total gut vorstellen. Und das kann man natürlich noch wieder ganz schön dort runtersetzen. Das haben wir jetzt heute gemacht, bei der Karte. Die wir jetzt heute machen, da wird das so die Doppelvariante sozusagen. Cool, oder? Ja, das ist heute erst der erste Teil von die Top 10. Also es wird dazu 10 Videos geben, logischerweise, ne? Und ihr werdet jedes Mal einen Katalog dazu brauchen, auf jeden Fall. Aber ich werde euch nicht jetzt mal so überraschen können wie heute. Weil das war, ja, das ist so, es ist selten so, dass man es im Katalog so wenig bemerkt, eben wie bei der Variante heute. Aber ist ja auch einmal was Schönes, haben wir was zu entdecken. Okay, so, gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie ich das ganze Ding gebastelt habe. Und zwar brauchen wir natürlich den Papierschneider. Wir brauchen ein ganz normales Grundweißpapier. Ach so, gut, brauchen wir kein ganzes. Nehmen wir diesen kleineren Teil und das schneiden wir uns zu. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, ob ich da 21 cm Seite habe. Ja. Okay, das schneide ich mir jetzt zu, wie immer, auf 14,5. Also mein liebstes Kartenmaß sozusagen. Und falze mir das gute Ding bei 10,5. Gut, damit haben wir mal den Rohling. Dann brauchen wir unser schönes Glitzerpergament. Und bei dem Glitzerpergament, und da nehme ich mir jetzt das Fräsienlila. Ihr seht schon, Papaya habe ich schon verwendet. Dann gibt es natürlich in die Incolors Lodengrün und Celadon und Bonbonrosa. Aber ich habe mir gedacht, heute mal Lila. Und das schneide ich mir jetzt auch zu. Und zwar in dem Fall schneide ich mir das jetzt zu auf 10,2, 10,1, habe ich mir überlegt, und 14,1. 10,1 mal 14,1. Gut, das ist also der Teil. Und dann braucht man nur ein Stückchen ganz normalen Grundweißfarbkarton. Und den beklebt euch bitte hinten mit diesen selbstklebenden Blättern, die wir haben. Da gibt es ja im Katalog die Blätter, die eben da so dreigeteilt sind. Die sind ein ganz dünnes, doppelseitiger Kleber, ist das sozusagen. Den findet ihr
Das ist wirklich ein praktisches Teilchen. Das findet ihr bei den Kleber hinten. Und zwar ist es, sind es die Klebebögen. Die Nummer 13 ist es. Und das macht man dann eben, oder das macht dann volle Sinn, dass man das hinten drauf klebt, wenn man ganz viele detailreiche Stanzungen hat. So wie wir da eben haben, wenn so ganz viel ausgestanzt wird, dann macht es total Sinn, dass man hinten eben so einen Kleber drauf gibt und ja, das dann eben gut verwenden kann. Und jetzt habe ich auch schon gesagt, ich habe beim ersten Mal einen Fehler gemacht, man braucht das ein bisschen dicker, ein bisschen größer. Also schneidet euch das zu, bitte in einer Größe von 9,5 cm in der Breite. Und eben hinten flächig bekleben mit dem doppelseitigen, selbstklebenden Klebeblatt-Ding. Okay, das ist das. Das braucht man für die Umrandung. Und dann braucht man so ein Stück halt nur ohne Kleber. Da schneide ich mir da jetzt gerade nochmal von so einem Bogen ein 9,5 cm Stück runter. Das brauchen wir für den Unterteil. Das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Okay, und damit haben wir jetzt alles zugeschnitten, wenn es nach mir geht. Schön, dann brauchen wir den Stempelabdruck mit den schönen Blümchen und wir brauchen schwarze Stay-On. Und zwar verwende ich heute deshalb Stay-On, weil ich die Blümchen mit dem Wassertankpinsel ausmalen möchte und auch mit dem Winkhoff Stella. Und da wisst ihr, wenn man mit Winkhoff Stella oder mit Wassertankpinsel ausmalt, dann braucht man eine wasserfeste Tinte. Und deshalb verwende ich da jetzt eben die Stay-On. So, sehr schön. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ich bin zufrieden. So, Stempel ganz geschwind gleich wieder sauber machen. Und dann geht es gleich weiter. So, okay. Das lasse ich jetzt gerade einen kleinen Moment trocknen. Ich finde immer, Stay-On braucht einen Hauch länger als die normale Stempelfarbe. Aber in der Zwischenzeit werden wir uns das prägen und das schon mal ausstanzen. Das können wir schon mal machen. Und zum Prägen verwende ich heute den Strukturputz-Folder, Prägefolder. Den finde ich nämlich nach wie vor so fesch. Und bin ganz happy, dass sie den in den Jahreskatalog übernommen haben. Na, und wo habe ich den jetzt hingeschustert? Da. Das ist der Strukturputzfolder. Und da lege ich mir das einfach rein und drehe mir das durch mein Maschinchen durch. Heute braucht man die große Stanzungprägemaschine. Das ist übrigens auch etwas, was mich immer wieder Kunden fragen. Braucht man denn wirklich eine große Stanzmaschine, wenn man sich die kleine auch bestellen kann? Also wenn man keine Stanzmaschine hat, dann würde ich immer zuerst die große bestellen. Die große ist so ein Must-Have, weil verschiedene Dinge gehen mit der kleinen einfach nicht, weil sie einfach zu klein ist. Dann eben braucht man die große und das macht auch total Sinn. Die kleine ist dann einfach das praktische Goodie obendrauf sozusagen. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, wie wenn man fragt, brauche ich ein Backrohr und eine Mikrowelle? So ungefähr. Dann kann man auch sagen, das Backrohr ist irgendwie etwas, eine Mikrowelle wird ein Backrohr nicht ersetzen, aber eine Mikrowelle ist halt schwierig. Also für die, die Mikrowelle mögen. Ist vielleicht, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt ist das Ding geprägt und schaut das nicht cool aus. Wie super sich das prägen lässt, oder? Schaut doch total gut aus, oder? Das Glitzerding da, sensationell. Hinten schaut es total schier aus, wie ich aufgemacht habe und zuerst hinten gesehen habe, bin ich voll erschrocken. Aber ich mir denke, jetzt ist das gebrochen. Aber das ist nicht gebrochen. Das schaut gleich von hinten so aus. Von vorne ist total schön. Hat voll funktioniert. Gut so. Schön. Okay, also, das war jetzt die Prägegeschichte. Und dann werden wir jetzt die nächste Runde stanzen. Und jetzt verwende ich schon das, wo ich hinten den Kleber drauf habe. Und legen wir da meine Stanzteile drauf. Und zwar eben in meinem Fall jetzt beide. Das heißt, ich lege mir einmal das ganze schöne Zierdeckchen drauf und lege mir dann die Außenkante drauf. Und da schaue ich natürlich, dass die jetzt rundherum einigermaßen gleichmäßig ist.
dass da die Abstände in etwa stimmen. Und ich glaube, das schaut so schon ganz gut aus. Und wenn das passt, dann klebe ich mir das ganz ein kleines bisschen mit wenig klebendem Dick so an, dass es nicht mehr verrutschen kann. Und dann stanze ich das durch. Und wenn etwas so wie das ganz filigran ist und viele Ausstanzungen hat, dann drehe ich das bei der mit unserer Stanz- und Prägemaschine wirklich 2-3 Mal durch. Also da fahre ich wirklich hin und her und hin und her. Und damit hat es dann wirklich schön geschnitten. Da ist einmal durchkurbeln meistens zu wenig. Ihr könnt es auch, bevor ihr es rausnimmt, einmal schauen, ob es rundherum schön gräulich ausschaut. Und wenn das rundherum so schön gräulich ausschaut, wie es da jetzt tut, dann weiß man, das hat es jetzt überall schön durchgeschnitten. Man merkt auch schon, das lässt sich da ganz leicht rausheben. Gut. Okay, das war also jetzt der Teil. Wenn wir das Ding da rauslösen. Und jetzt braucht man natürlich noch unser Blümchen. Und das Blümchen stanzen wir jetzt mit dem großen Teil auch aus. Und da achtet gerade bitte drauf, dass ihr links und rechts ein Muster habt. Das ist nicht so zum Beispiel. Ich weiß nicht, muss ich das glaube ich so sagen. Ich lege jetzt einmal gerade den Teil drauf, den wir da ausgestanzt haben, weil das wird der Teil sein, der dann da drauf ist. Und ihr seht ja da unten, da liegt ja das Blümchen, so wie da, sieht man es auch schön, das liegt ja da so quasi herunten. Das heißt, beim ersten Mal habe ich nämlich nicht darauf geachtet und habe es ganz ein kleines bisschen schief ausgestanzt. Deshalb ist bei mir jetzt da nicht ganz mittig herunten. Ist euch jetzt vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wenn ich es euch sage, wird es euch vielleicht schon auffallen, dass das so, das hätte um 1-2 Millimeter hätte so gedreht gehört, da Richtung Uhrzeigersinn. Dann wird es ein bisschen, wird es nur ein Hauch schöner ausschauen. Da habe ich aber beim ersten Mal einfach nicht drauf geachtet, das ist mir einfach nicht aufgefallen. Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, beim Video, das muss ich unbedingt dazu sagen, dass man da schon drauf achten soll. Und im besten Fall legt es euch einfach die Schablone drauf oder das, was ausgestanzt habt, drauf, legt es euch so her, dass ihr es gut sehen könnt, das Muster, also dass das Muster so vor euch liegt, wie es dann auch auf der Karte sein soll. Und schaut es euch dann vielleicht gerade an, wie es ausgestanzt sein muss. Aber es muss sich natürlich ausgehen. Bei mir steht jetzt zum Beispiel da die Spitze zu weit herüber, macht auch nichts, dann drehe ich es einfach ein bisschen ab und verwende die flache Seiten unten. Also ihr könnt ja entscheiden, ob unten eine Spitze ist oder ob es unten eher flacher ist. Und wenn es unten eher flacher ist, dann ist es auch seitlich eher flacher. Und ihr habt ein bisschen mehr Spiel. Und von daher drehe ich mir das dann da eben so, wie ich es da jetzt brauche. Und so würde das jetzt, finde ich, ganz gut passen. Und jetzt kann ich mir außen dran da jetzt direkt den Rahmen so drauflegen. Also da halte ich mir jetzt den Mittelteil halte ich mir fest und kann jetzt außen den Rahmen drauflegen. Und dann halte ich mir den gerade da unten irgendwo fest und ziehe mir den Rahmen gerade raus. Und dann könnt ihr euch das noch ein bisschen ankleben. Ups, nicht zu sehr verschieben, wer gefragt. Und dann kann man es ausstanzen. Und so soll es jetzt einigermaßen gut passen. Ihr habt halt für das alles ein bisschen länger Zeit als ich. Ich bin ja da immer, ich muss ja schauen, dass das vielleicht nicht total langweilig wird. Ich muss da immer ein bisschen Gas geben. Ja, da wäre die Magnetplatte total super, Daniela, das stimmt. Aber die Magnetplatte, das weiß ich nicht, wie schnell dass das geht, bis wir da wirklich wieder eine kriegen. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Das geht eigentlich mit den wenig klebenden Dick so echt auch total gut. Das lässt sich leicht machen. So, okay, gut so. Schön, ihr Lieben. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alles schon gestanzt und geprägt, wie wir es brauchen. Mal gerade schauen, da mache ich jetzt ein bisschen Kleber drauf. Dann jetzt gleich runterradieren. So, passt das wieder? Den Kreis behalte ich mir natürlich auf, also den kann ich sicher mal für ein anderes Projekt sehr, sehr gut gebrauchen. Und meine Teilchen, weil ich da gleich wieder zusammenliege. Okay, sehr schön. Gut, ich lege euch das da wieder rein. Da haben wir jetzt also die zwei Teile, die passen da genau. Und da haben wir das und das. Ja, passt, haut hin. Okay, dann werden wir jetzt als nächsten Schritt, werden wir uns da jetzt das Blümchen ausmalen. Okay.
Ich glaube, ich muss jetzt einmal ganz kurz nachschauen. Ich meine, es gibt Fragen. Der Folder steht schon auf meiner Liste, ja. Das glaube ich, Edith. Der ist wirklich schön. Okay, ich glaube, Hasenfuß hat irgendeine Frage. Bitte nochmal reinschreiben, Hasenfuß, damit ich schauen kann, was genau die Frage ist. Einstweilen beginne ich einmal da mit Ausmalen. Ich nehme mir jetzt Fräsienlila und ich nehme mir das Farngrün. Oder soll ich jetzt grüner Apfel nehmen? Wollt ihr anders grün sehen? Das ist jetzt mit Farngrün und Papaya und Kürbisgelb, habe ich da verwendet für die Geschichte. Durch das einmal schön Schatten und so. Und bei dem verwende ich jetzt das Fräsienlila und Heideblüte, habe ich mir gedacht. Werde ich dazu kombinieren. Und ich glaube, ich nehme grüner Apfel. Ich glaube, ich nehme grüner Apfel. Dann haben wir doch ein anderes Grün noch dazu. Dann wird es ein bisschen kühler, ein bisschen frischer. Ganz oben steht meine Frage. Na gut, also ich scrolle mal. Mal schauen, ob ich da die Frage finde. Okay, kleinen Moment. Okay. Da muss ich schauen, Hasenfuß. Da war es jetzt auswendig nicht wegen der E-Mail, aber da schaue ich noch ein Video gleich noch und melde mich auf jeden Fall. Gut, schön. So, also Farben: Fräsien, Heideblüte, grüner Apfel. Dann brauchen wir heute Winkaufsteller. Nicht zwingend notwendig, aber ich finde total mega zum Ausmalen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Wassertankpinsel. Ihr wisst ja, wir haben ja die neueren. Und ich bin aber totaler Fan von den älteren, deshalb verwende ich gern die älteren. Und ist aber im Prinzip das Gleiche. Also ist wirklich ganz, 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 ganz wurscht, was man nimmt. Ich bin leider die alten so gewöhnt, die liegen mir so gut in der Hand. Okay, so, ich beginne mit grüner Apfel. Und wenn ich mit grüner Apfel oder mit irgendeinem Stempelkissen mit Aquarell ausmale, dann schiebe ich mir total gern das Kissen, mache ich mir zuerst das Ganze auf und schiebe mir es dann gerade 1, 2 Zentimeter rüber. Normalerweise würde man es ja ganz rüberschieben und würde stempeln, aber beim Ausmalen mache ich das nur 1, 2 Zentimeter. Und das hat zur Folge, dass das Kissen total gut steht. Wenn man es nämlich ganz offen lässt, dann kippt es so. Seht ihr das? Dann kippt es so auf, dann ist es so wackelig. Und wenn man es aber 1, 2 Zentimeter reinschiebt, dann steht das total gut, dann wackelt da nichts mehr. Und das finde ich total angenehm. Und dann braucht man natürlich, wenn man mit Wassertankpinsel malen, immer ein Stück Küchenrolle. Also das ist ganz, ganz wichtig. Okay, schön. Dann, glaube ich, zoome ich euch jetzt gerade ein ganz kleines bisschen rein, damit ihr das ein bisschen besser mitschauen könnt, wie ich das mit Malen mache, weil ich weiß, das ist irgendwie für euch aber besonders interessant. Und von daher zoome ich mal ein bisschen. Ich glaube, so meine geht es ganz gut, ohne dass man das Gefühl hat, oh, hat der Schlag dann. Okay, also ich fange immer so an, dass ich ein kleines bisschen Wasser auf mein Küchenrollentuch ausstreiche, also dass da schon ganz leicht feucht ist. Dann weiß ich, es ist genug Wasser in der Pinselspitze. Ich drücke nicht hinten drauf, da kommt viel zu viel Wasser daher für meinen persönlichen Geschmack. Dann male ich mir da innen die Farbe ein kleines bisschen an. Also ich dünne sie mir schon ein bisschen aus. Mit dem, dass ich da reinfahre und das so ein bisschen reinhole, vermische ich eben die Farbe mit dem Wasser, das da in der Spitze drinnen ist. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann beginne ich und mache mal so, sozusagen meinen ersten Farbauftrag. Also meine erste Schicht, wenn man so will. Und die male ich jetzt einfach mal über die Blätter. Ihr wisst ja, bei Aquarellmalen oder bei Anmalen mit Wasserfarben ist immer wichtig, dass man hell beginnt. Dunkler werden kann man immer, andersrum ist aber schwierig. Das heißt, wenn ihr zu dunkel beginnt, dann habt ihr gleich einmal ein Problem, weil dann könnt ihr nicht mehr so gut Schatten und so reinbringen. Aber wenn ihr hell genug beginnt und mit wenig Wasser, dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Und dann kann man auch sehr gut mit Grundweiß, so wie ihr seht, ausmalen, ohne dass das anfängt zu bielen. Das funktioniert mit ein bisschen Übung. Ganz lustig, weil die Beatrix gerade reinschreibt, ob ich kein Aquarellpapier verwende. Na, Beatrix, tatsächlich verwende ich sehr viel Grundweiß, auch für diese Arbeiten. Ist einfach ein bisschen Übungssache.
dass man nicht zu viel Wasser erwischt und halt nicht 100-mal drüber fahren. Also wenn ihr ganz oft drüber malen wollt, dann würde ich Seidenglanz empfehlen. Seidenglanz tatsächlich nur eher als das Aquarellpapier, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Aber wenn ihr nicht ganz oft drüber fahrt und nicht ganz viel wollt, dass das ineinander rinnt, dann geht mit Grundweiß sehr, sehr gut auch. Okay, dann nehmen wir die nächste Farbe dazu und jetzt seht ihr schon, das ist da schon wesentlich dunkler als da. Also da hole ich mir schon mehr Farbpigmente dazu. Und jetzt mache ich mir da an der Spitze drinnen, also an der Blüte sozusagen, setze ich mir da jetzt schon den ersten Schatten rein und ziehe mir das einfach da so ein bisschen rüber. Das mache ich da rüben auch, weil auch da darf ein bisschen Schatten sein. Und das mache ich auch da rüben. Einfach da an der Blütenkante entlang setze ich mir da so ein bisschen dunkleren Fleck her sozusagen. Mit dem und ziehe das auch da so ein bisschen raus. Mit dem fange ich schon an, dass ich da ein bisschen Tiefe reinbringe in das Ganze. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Schaut dann so aus. Und jetzt streiche ich mir das aus auf meiner Küchenrolle und nehme nur mal die hellere Farbe und fahre da jetzt einfach nur mal so ein bisschen drüber. Das heißt, mit der helleren Farbe ziehe ich mir einfach noch ein bisschen Farbe drauf, so dass das nicht ganz so hart ist vom Übergang. Aber nicht mehr viel, gell? Also da jetzt da nicht 100-mal hin und her fahren, sondern wirklich vorsichtig, nicht, dass sich das Papier dann aufpielt und ihr das und das dann so pixelig ausschaut oder so knöllig ausschaut wie ein alter Pullover. Also das ist wichtig, dass ihr da, ich arbeite jetzt fast ein bisschen zu langsam für das, weil ich euch das halt einfach zeigen möchte. Wenn man ein bisschen schneller arbeitet, geht es sogar noch eine Spur besser. Aber ich für meinen Teil bin so jetzt schon total zufrieden. Also ich finde, das darf auch ruhig so stehen bleiben. Das muss gar nicht so sehr verwaschen sein. Da ist es halt heute ein sehr sonniger Tag, weil ihr wisst ja, wenn viel Sonne, wo viel Licht, da viel Schatten. Und jetzt nehme ich mir wirklich ganz viel dunkle Pigmente. Und mit den dunklen Pigmente mache ich mir meine Blumenstiele. Die Stiele, die dürfen wirklich wesentlich dunkler sein als die Blätter. Die dürfen sich da richtig schön abheben. Für meinen Geschmack zumindest. Mag ich das ganz gern, wenn die wirklich richtig satt dunkel sind. Dann kommt das auch mit den Blättern wieder viel schöner außer noch. Also das geht sehr, sehr gut. Da hinten haben wir noch eins. Einen Stiel. Geht dann das ein bisschen vorbei. Schaut dann so aus. Also ihr seht schon, das ist echt überhaupt keine Kunst. Es geht gar nicht schwer. Man muss einfach ein paar Regeln beachten, dann geht das sehr gut. Und jetzt kommen wir zu den Blüten. Das heißt, der Wasserdampfpinsel wird wieder sauber gemacht, also einfach hinten drauf drucken. Da könnt ihr den richtig ausstreichen. Und jetzt hole ich mir gerade mit ein bisschen Verpackungsfolie oder es kann auch eine Frischhaltefolie sein. Wichtig ist nur, dass die Folie sauber ist. Gell? Also wenn ihr eine Verpackungsfolie nehmt, so wie ich jetzt aus einem von meinen neuen Sets, die kann man ohne weiteres für das sehr, sehr gut verwenden, schaut aber, dass sie vorher sauber gemacht ist, dass sie nicht staubig ist. Und die Verpackungsfolie drücke ich mir da jetzt gerade ein kleines bisschen mit einem Eckerl in das Grün rein. Und damit kann ich jetzt mein Grün momentan da zumachen. Das brauche ich jetzt momentan nicht mehr. Und dasselbe mache ich mit dem Lila. Auch da hole ich mir ein bisschen runter und auch mit dem Fräsienlila. Also Heideblüte und Fräsienlila. Natürlich schauen, dass man nicht die Farbe reinbringt in Stempelkissen, ist eh klar. Und so habe ich jetzt alle drei Farben da drauf. Ich könnte natürlich auch Stampin' Write Marker dafür verwenden. Ginge genauso. Gell? Also ich kann auch die da hermalen, geht auch. Oder einen Tropfen Nachfülltinte. Könnt ihr genauso verwenden. Geht alles. Okay, so. Und jetzt kommt der Wink of Stella ins Spiel. Der Wink of Stella, deshalb habe ich mir es auf eine Folie gegeben, der geht total super zum Ausmalen. Und gerade heute habe ich vor einer befreundeten Demonstratorin den Tipp gekriegt, wenn der Wink of Stella leer ist und ihr habt nichts zum Nachfüllen, dann gibt es einfach normales Wasser rein. Da ist noch genug Glitzer drinnen, dass es mit normalem Wasser nur mindestens einmal nachfüllen sehr gut geht. Habe ich auch nicht gewusst, hat sie mir halt gesagt, habe ich mir gedacht, gut, gebe ich mal weiter den Tipp. Vielleicht funktioniert das wirklich sehr gut.
Okay, so, jetzt mal schauen, dass ihr da alle Farben gut seht. Und jetzt hole ich mir als erstes wieder das Helleste. Helleste ist auch schier. Das Hellste. Und ziehen wir mit dem als erstes einmal über diese gesprenkelten Blütenblätter. Das wären meine hellen Blütenblätter sozusagen. Ich verwende jetzt das Fräsienlila. Und ihr seht schon, mit dem Wink of Stella Pinselstift, der geht einfach total gut. Der gibt viel weniger Wasser ab als die Wassertankpinsel. Das heißt, der lässt sich auch später noch als Wassertankpinsel sehr, sehr gut verwenden. Bloß nicht wegwerfen, das Ding. Es ist wirklich ein richtiger guter Stift. Und den kann man danach einfach echt noch sehr, sehr gut verwenden. So, und jetzt hole ich mir das Dunklere dazu. Und das Dunklere mische ich mir ein bisschen auf, nimm mir aber ein bisschen von dem Fräsienlila dazu. Also da hole ich mir ein bisschen von dem Fräsienlila rüber und mische mir das ein kleines bisschen mit dem Heideblüte. So kriege ich eine dunklere Farbe, aber trotzdem noch passend zum Fräsienlila. Und jetzt fange ich innen drinnen an, also beim Blütenkelch innen, nicht außen. So kriegt sie nämlich dann von innen her die Tiefe und zieht das so ein bisschen raus. Nach außen wird es dann natürlich ein bisschen heller, ist eh klar. Und innen darf es immer ein bisschen dunkler sein dann. Mit dem male ich mir jetzt einmal mein erstes Blümchen an. Und jetzt hole ich mir nochmal das ganz Dunkle dazu und setze das da unten noch so rein. Gerade unten. Da, wo das so zusammengeht, setze ich mir da noch ein bisschen von dem Dunkleren rein. Da noch so ein bisschen entlang. Und durch das habt ihr dann einen ganz schönen Schatten. Das muss jetzt gerade nur trocken werden, aber dann schaut das richtig gut aus. Dazwischen gern wieder ausstreifen. Und dann fangen wir wieder mit dem helleren Ton an. Nehmen wir noch ein kleines bisschen von dem Dunkleren dazu. Und immer in der Mitte hinten drinnen bei der Blüte anfangen und dann die Farbe nach außen ziehen. Weil sie natürlich in der Mitte vom Blütenkelch am dunkelsten ist und nach außen die Blütenblätter heller werden. Ja. Und auch da nehme ich mir jetzt nochmal eine ganz dunkle Farbe dazu und tupfe da gerade so ein bisschen rein. Es kann wirklich tupfen, das muss nicht einmal gemahlen sein, sondern tupft es so ein bisschen an. Könnt ihr auch da ein bisschen entlang fahren, wo die Stempelpunkte sind. Das zeigt sich auch nochmal ganz schön an. Das könnt ihr da auch machen, dass da noch ein bisschen entlang tupft, wo da so quasi die Schattenpunkte sind. Und so macht man einfach eine Blüte nach der anderen. Ich liebe das total. Das ist so richtig, ist richtig eine schöne Arbeit. So entspannend. Macht einfach Spaß, so ein Blümchen ausmalen. Dann hole ich mir das Dunkle dazu und da darf es ruhig ein bisschen von innen her auch so gehen. Ziehen wir es da so ein bisschen raus. Auch da setzen wir da noch so ein bisschen Schatten her. Und dann haben wir noch das Letzte. Das Letzte ist da. Und auch das machen wir ganz, ganz gleich. Also wir setzen da wieder den mittleren Ton drauf, den wir uns zusammengemischt haben und holen dann nur das Dunkle dazu und fahren von hinten her wieder richtig kräftig im Dunklen rein. Von oben noch ein bisschen da, wo die Punkte sind. Und im Prinzip ist es genau so, ihr könnt nichts falsch machen. Das, was euch gefällt, so ist es richtig. Und so schaut es jetzt aus. Also ihr seht schon, das geht super schnell und schaut einfach total gut aus. Oder? Ich mag das total. Ich liebe das. Ja, und wenn ihr es jetzt ganz, ganz, ganz perfekt haben wollt, also richtig einen guten Effekt, dann nehmt euch nur ein kleines bisschen von dem Lila, aber nicht mit dem Wink of Stella, sondern mit dem Wassertankpinsel wieder. Holt euch da ein bisschen frisches Lila dazu. Also nicht das Glitzerige, sondern wirklich das Normale. Mischt euch das noch ein kleines bisschen. Und mischt euch eine Spur Grün dazu. So habt ihr jetzt so einen lila Grünton. Und mit dem fahrt ihr gerade dort und da noch ein kleines bisschen über ein Blattl drüber. Gerade ein bisschen. Weil damit zieht euch das Lila, das ihr oben in die Blüten habt, unten noch ein bisschen rein in die Blätter. Und dasselbe macht es auch bei den Blüten. Zieht euch bei den Blüten ein kleines bisschen von dem Grün rein. Nicht sehr viel. Das muss man gar nicht einmal so
so sehr wahrnehmen. Gell? Aber der Effekt, dass dort und da ein kleines bisschen von dem Grünlichen dabei ist, das sieht man oft auf den ersten Blick gar nicht. Aber erst das macht dann das ganze Bild so richtig rund. Also zieht es euch ruhig ein bisschen Grün auch in die Blüten rein. Und jetzt, wenn das trocken ist, jetzt wird es richtig stimmig. Vor allem hat man richtig das Gefühl, boah, cool. Ich bin ein richtiger Künstler. Das kennt sie auch. Das hat, echt, das ist überhaupt kein, das ist ja total, total easy. Ja, und jetzt wische ich mir meinen Pinsel noch einmal aus und verdünne mir meine Farbe noch mal so ein bisschen, dass sie wirklich dünn ist. Und jetzt setzen wir uns gerade da noch ein kleines bisschen grün rundherum, dass das da nicht ganz so auf dem Weiß in der Luft hängt sozusagen. Fahren wir da noch so ein kleines bisschen rein, rundherum auch bei den Blüten nach oben noch ein bisschen. Fahren wir uns da, setzen wir uns da ein bisschen grün so in den Hintergrund sozusagen. Es könnte jetzt auch blau sein, wenn ihr lieber ein Blau haben wollt. Aber mir hat das mit dem Grün da rundherum noch ganz gut gefallen. Setzen wir das da gerade noch so ein bisschen rein. Da unten nehme ich mir noch ein bisschen mehr, dass es ein bisschen Schatten hat da unten noch. So, und so lasse ich es jetzt gut sein. So ist es für mich jetzt echt total in Ordnung. Gut, das gehe ich beiseite. Den Pinsel werden wir uns sauber machen. Ich zoome euch da wieder raus, damit es nicht so. Damit das nicht so nah ist. Und dann setzen wir uns die Karte zusammen. Gut. So, einmal schnell schauen, ob ihr noch Fragen habt. Alle sind fasziniert, ja genau. Sehr schön, freut mich. Okay, ich hoffe sehr, dass ihr euch den einen oder anderen Tipp wieder mitgenommen habt von der Aktion. Und jetzt werden wir die Karte zusammensetzen. Sie lassen wir noch ganz kurz trocknen, unsere Blümchenvariante. Und jetzt widmen wir uns dem Papier. Und das kleben wir wirklich am besten auf, entweder mit dem Seal Plus oder mit dem normalen Seal. Oder mit einem doppelseitigen Klebeband. Das geht alles sehr gut. Und da könnt ihr wirklich einfach drüber fahren. Und das Berge bei dem glitzerigen Pergamentpapier ist, dass man den Kleber wirklich nicht sieht. Also das ist ganz faszinierend, dass sich der hält sich richtig im Hintergrund. Also wenn man es jetzt genau weiß, dass der Kleber drunter ist, dann, und man hebt die Karten schräg und es leuchtet das Licht ein bisschen ein, aber da muss man es echt wissen, dann kann man es ganz leicht erahnen, aber wirklich nicht mehr als erahnen. Das ist ganz faszinierend, wie gut das geht. So, und dann setzen wir uns das Ding jetzt da drauf. Die Karten öffnen, geht es ein bisschen leichter. Und ihr wisst ja, ich nehme es dann immer so, dass ich mir sie schräg gegenüber auf die Finger klebe, den Aufleger. Und dann kann ich es noch schön justieren. Und dann schaue ich, dass ich da links und rechts und oben und unten ungefähr den gleichen Abstand habe. Und wenn man vorkommt, ja, so ungefähr passt es, dann ziehe ich meine Finger raus und dann kann ich es andrücken. Und dann schaut das gut aus. Dann könnt ihr es umdrehen und von hinten auch nochmal andrücken. Dann passt das. Fesch, oder? Ich finde, der Prägefolder ist so ein Knaller. So schön. Ich liebe das. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch ein schönes Band. Also, nehmen wir mal das Band. Passt da sehr schön dazu. Und mit dem fahren wir einmal rundum. Das schneide ich mir jetzt gleich im Vorfeld ab. Und fahre mir auch da gerade einmal mit ein bisschen Kleber da in der Mitte drüber. Geht jetzt gerade darum, dass ich mir dann da mein Band halte sozusagen. Und jetzt werden wir schauen, dass wir das da einigermaßen mittig drauf haben. Ich würde mal sagen, ach, ich muss mir das da überlegen. Es nutzt nichts, ich bin einfach ein 20er-Mädel. Ich liebe diesen 20er da mit der breiten, mit dem breiten Strich. Da kriege ich echt am besten zusammen. So, dann drücke ich mir das da rein. Dann schaue ich, dass ich da nochmal gerade drauf bin und oben auch. Also ihr seht ja da bei der 20, da ist der dicke Strich.
Und da kann ich mich aber am besten orientieren. Finde ich, funktioniert ganz gut, dass dann da einigermaßen gerade ist. So, sehr gut. Okay, jetzt halt das Ding da schon mal. Und jetzt werden wir unser Blümchen zusammenkleben. Das heißt, jetzt müssen wir den Teil da rauslösen, was ja jetzt keine Schwierigkeit ist, aber jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir die ganzen kleinen Teile da rauskriegen. Und das Lustige ist, dass wenn man hinten die Klebefolie drauf hat, dann zieht die Klebefolie sehr viele von den kleinen Teilen mit. Das heißt, nehmt euch da einen Piekser und dann friemelt euch an einer Stelle das doppelseitige Klebeding da auf. Und wenn der irgendwo aufgepielt ist, dann kann man das ganz vorsichtig abziehen. Also ihr seht schon, wenn man das jetzt da vorsichtig rauszieht, man sieht schon, dass die Innenteile wirklich bis zu einem großen Teil mitgehen. Wichtig ist aber, dass ihr immer wieder weitergreift. Also nicht so jetzt runterziehen, weil dann bleiben euch zu viele hängen, sondern greift wirklich weiter und pielt das vorsichtig raus. Dann nimmt das ganz, ganz viel mit. Langsam auserziehen, lasst euch da wirklich Zeit und fahrt immer wieder weiter. Dann habt ihr ganz wenig Arbeit dann mit Auserpielen. Das geht wirklich gut. Kann man da sehr schön mitnehmen. Lasst euch dann auch nicht irritieren, wenn irgendwas runterfliegt von den Teilen. Das macht gar nichts. Ist nur wichtig, dass ihr das da schön gemütlich rauszieht. So, seht ihr das? Das nimmt ganz, ganz viel mit. Dann hat man einmal noch ganz wenig Arbeit mit rausfriemeln sozusagen. Also das doppelseitige Klebeding ist echt cool. Wenn man mit dem ein bisschen geschickt umgeht, dann spart das wirklich viel Nerven und Zeit. So, und jetzt muss man natürlich die paar kleinen da noch rausholen. Und für das nehme ich mir dann aber ganz gerne ein kleines Stückchen V-Karton, so ein Restkarton. Nimm mir dann mein Teilchen in die Hand, weil jetzt ist natürlich so, jetzt haben wir ja da die Folie abgezogen und dann kleben die Teile da, so wie da jetzt auf meinem Finger. Und dann nehme ich es immer total gern so, dass ich mir das da auf das Teilchen da in die Nähe hingebe, aber nicht ganz drauf fahre. Und dann biege ich mit dem Piekser runter und dann hält das eigentlich in der Regel normalerweise auf dem Teil. Und wie gesagt, viele haben wir da nicht mehr. Viele sind da nicht mehr, die wir da rausfriemeln müssen. So, okay, der eine da noch weg. Und das war's schon. Mehr habe ich nicht mehr gehabt. Und jetzt siehst du schon die kleinen Pünktchen, die bleiben dann da ganz gut kleben. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Die picken dann da drauf. Das ist ziemlich cool. Jetzt mal gerade eins noch von meinem Finger aber friemeln. Das klebt nämlich echt gut, das Zeug. So, okay. Gut. Und jetzt braucht man nur noch das Teilchen da draufsetzen. Da auch wieder schön Zeit lassen. Nehmt euch wirklich die Zeit, dass das da sauber draufgesetzt wird. Je ordentlicher und je sauberer ihr das da jetzt draufsetzt, desto schöner ist dann im Endprinzip euer Ergebnis. So, wirklich Teilchen für Teilchen da schön drauf platzieren. Weil durch das Ausstanzen ist es natürlich so, dass das Papier ja ein bisschen gedehnt und gezogen wird. Und wenn ihr das dann wirklich Punkt für Punkt außen aufsetzt und schaut, dass das da ganz schön drauf geht, dann habt ihr normalerweise ein echt schönes Ergebnis. So. Und wenn es außenrum dann überall klebt, dann kann man es ja in der Mitte auch runterdrücken. Nicht? Dann ist es ja kein Problem mehr. Dann fahre ich meistens von hinten nochmal her und fahre dann mit dem Falzbein nochmal drüber, dass das da richtig gut angedrückt ist. Und jetzt seht ihr, schaut das halt echt volle, volle gut und sauber aus. Nicht? Das ist schon schick. Ist schon super, oder?
Und wie schön das dann abschließt. Also das wird richtig, richtig, richtig schön. Das ist richtig ein cooles Teil. Ich finde da, Regina, mir gefällt das auch so, so, so gut. Ich finde das so schön. Ja, und jetzt brauchen wir da hinten nur noch Dimensionals draufsetzen. Da sitze ich natürlich genügend drauf. Ihr wisst ja, ich mag ja das gar nicht, wenn sich das irgendwie runterdrückt. Von daher bin ich da immer großzügig mit meinen Dimensionals. So. Also nur die Folien abfriemeln. Mal das, was meine Fingernägel nicht so mögen. Die leiden da immer ein bisschen. So, okay. Na. Ich sage ja, die Kleber von Stampin' Up, die kleben halt einfach sensationell. So, und jetzt ist eigentlich das Einzige, was man jetzt noch aufpassen muss, ist, dass man es richtig schön mittig reinsetzt, oben und unten und links und rechts gesehen. Und wenn ihr schon vorher Acht gegeben habt beim Ausstanzen, dann könntet ihr euch jetzt natürlich schön an diesen Teilen orientieren. Dann wisst ihr schon mal, wo das ungefähr drauf soll beim Band, weil das Band sollte ja einigermaßen mittig sein. Und dann lege ich mir das einfach einmal vorsichtig ab. Und wenn ich das vorsichtig abgelegt habe, dann sehe ich schon, passt es jetzt links und rechts oder muss ich noch ein kleines bisschen verschieben. In meinem Fall müsste es jetzt noch ganz einen Hauch nach links um. Dann kann ich mir das jetzt in dem Moment noch sehr gut leicht anheben und nach links verschieben. Ich meine, so soll es dann ganz gut passen. Oben und unten ist auch einigermaßen okay. Ein kleines bisschen ziehen wir es noch runter. Ja, und so passt es jetzt für mich. Und jetzt kann ich es andrücken. Da schaue ich wirklich, dass ich alle Dimensionals einmal richtig andrücke. Und dann ist sie fertig. Nein, noch nicht ganz. Glitzi braucht man noch. Glitzi darf nicht fehlen. Allerdings. Was nehme ich für Glitzi? Ich glaube, ich mag vielleicht sogar die Perlen. Mal schnell schauen. Unsere Perlen, glaube ich, sind ja übernommen worden auch. Und die müssten doch da jetzt eigentlich total schön dazu passen. Ich glaube, ich nehme die Perlen. Sind doch süß. Da haben wir nicht immer das Glitzi, haben wir einmal richtig Perlen. Schön. Sehr, sehr schön. Und eine da herüben noch. Ja, ich bin zufrieden. Mir gefällt das. Ja, ihr Lieben, das war also jetzt die zweite Variante davon. Und ihr seht schon, klar, es ist der gleiche Stempelabdruck, aber es wirkt trotzdem anders. Klar, die Farbe schon alleine, nicht? Und man sieht jetzt sehr schön das grüne Apfel oder das Farngrün. Das Farngrün ist natürlich um vieles gedeckter. Weiß das grüner Apfel, klarerweise. Aber ich finde beide wirklich, wirklich, wirklich fesch. Also mir gefallen sie auch sehr gut. Und seht ihr da das Orange? Da habe ich das Orange ein bisschen reingezogen. Und da oben ist ein bisschen Grün reingezogen. Seht ihr das? Und das macht es eben dann so rund. Ah, Greetings to Missouri. Cool. Okay. Schön, ihr Lieben. Das war meine Inspiration zum Stempelset Nummer 1 oder Produktpaket Nummer 1 Freundeskreis. Ich glaube, ihr könnt jetzt meine Begeisterung zu diesem Set nachvollziehen, warum ich das gewählt habe als Set Nummer 1 zum Herzeigen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch das auch gefällt. Dass das nicht nur mir so gefallen hat, sondern dass ihr das auch schön findet. Das hoffe ich natürlich sehr. Okay, jetzt lege ich euch die noch einer, dass ihr nochmal seht, die Teile sind einfach so mega cool. Sind einfach richtig, richtig, richtig bärig. Schön. Also, man kann da wirklich ganz, ganz schöne Sachen draus zaubern. Ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit euch zu basteln. In dem Fall ist es für mich für diese Woche jetzt bereits schon wieder erledigt. An der Stelle möchte ich noch mal ganz schnell erwähnen, am Sonntag habe ich Sammelbestellung. Also wer bei mir gern was bestellen möchte über die Sammelbestellung, darf sich gerne melden oder natürlich auch gerne jederzeit im Onlineshop. Eh klar. Den aktuellen Hostess-Code oder Gastgeberinnen-Code findet ihr immer auf meinem Blog. Und
Was ich auch noch unbedingt sagen möchte, ich möchte alle meine neuen Teammädels in erster und zweiter Ebene nochmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben super viel Teamzuwachs schon gehabt jetzt in den letzten 3 Tagen. Sind es jetzt 3 Tage? Oder 2? 3, glaube ich, sind es jetzt schon, gell? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, der 3. Tag. Also es sind schon richtig viele zu uns Wunderweltmädels dazugestoßen und wir haben aber noch Platz. Also wenn nur jemand rein möchte in unsere Gruppe, dann bitte super gerne. Okay, ihr Lieben. Von mir war es das für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Dienstag. Und da geht es dann schon weiter mit der zweiten Variante. Also mein zweites Set sozusagen aus meine Top 10. Ich freue mich schon. Alles Liebe, schönen Abend und tschüss Papa. Bis zum nächsten Mal.